Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und auch heute an meiner Seite Tom Arte. Hallo Tom. Hallo Arzi, da bin ich wieder. Und wir schauen heute, wie hieß es? Die Macht der Vorurteile heißt das. Das ist eine Doku von Dreisat. Wir hatten letztes Mal schon eine Weile geguckt. Ich muss dazu sagen, obwohl wir eine Stunde drüber geredet haben, sind wir nur zur 12. Minute oder so gekommen. Aber das lag einfach daran, dass in der Doku gefühlt alles falsch war. Also wir hatten das Gefühl, bei jedem Satz was sagen zu müssen, weil alles ohne Kritik diesem Mainstream-Narrativ entspricht. Ja, es war vielleicht nicht alles falsch, aber man musste es schon mal einordnen oder ins rechte Licht Ja. rücken. Also, das war so eine Halbwahrheit, würde ich es gar nicht nennen, aber es war so aus für eine bestimmte Perspektive zurechtgeframed. Das hat Ja, überall unbedingt. durchgetrieft und das macht Unbedingt. keinen Spaß, sowas dann zu schauen. Ich gehe mal davon aus, dass wir heute mehr schaffen, einfach weil wir unsere Hauptargumente schon in der ersten Folge gesagt haben. Aber trotzdem interessiert mich jetzt natürlich, wo die Doku hier noch hingeht. Denn zwischen den Zeilen war es ja mal so geklungen, als würden sie sich ja widersprechen, beziehungsweise der Gegenseite irgendwie recht geben. Also es war alles. Na, mal Hast du gucken. das Gefühl? Okay. Ja, wenn Ja, sie mal es. sehen. Die sagen ja, es ist alles identisch, um dann zu sagen, hier eingehen Unterschied und schon ist alles völlig Ach, anders. So, also das fand ich das meinst schon. du. Ja, Ja, das genau. fand Und ich da, genau komisch. an der Stelle sind wir auch gerade. Genau. Vielleicht ordnen wir das nochmal kurz ein. Der Typ hier hat an seinem Computerbildschirm, sieht er Der hier? Ja. irgendwie, ja, genau. Der sieht da, wie ähnlich irgendwie sich die Gene sind zwischen weißhäutigen und dunkelhäutigen Menschen. Irgendwie so war das. Und dann sagt er, ja, hier, es gibt nur diesen einen Unterschied hier. Und dieser eine Unterschied, der macht halt schon allein, dass die Haut dann entweder weiß oder schwarz ist. Irgend so ein Basenpaar in der Doppelhelix ist anders und ja. Genau. Und du Aber meinst jetzt, dass schon so ein geringer Unterschied trotzdem so einen extrem großen Unterschied am Ende im Menschsein ausmacht. ne, Also so einen sichtbaren Unterschied, also sichtbaren Unterschied, genau, ja. Aber Junge, es fällt mir gerade, guck mal in den Hintergrund. Siehst du da, was Ja. ich sehe? Was soll ich denn sehen? Guck mal auf den Bildschirm. Es ist rot und Erkennst du was? blau. Nee. Ach du Scheiße, denke ich. Ach du Scheiße, das sehe ich jetzt erst hier. Es ist Es ist Scheiß-Paint. Paint. Geil. Ich mag den Typen ab jetzt. Ja, richtig geil. Ja, Paint, dein Lieblingsprogramm, da ist es wieder zu sehen. Geil. Geil, einfach mal ein Screenshot gemacht und eine Paint rein, das ist super. Super, ja. Das druckt er wahrscheinlich auch so in seinem Paper dann ab. Ich So schicke mit euch dem dann das, Paint-Bildschirm ich schicke euch oben. dann das 8-Bit-BMP. Ja, genau. Oh Mann. Ja gut, das ist doch ein schöner Einstieg. Ja, Feuer frei, oder? Ja, bitte. Tatsächlich hat diese 7000 Jahre alte Frau diese Mutation noch nicht, sondern sie scheint immer noch die Farbe zu haben, die dunkle Hautfarbe, die ja für uns Menschen der ursprüngliche Typ war. Und bis vor 7000 oder 8000 Jahren waren wir hier in Mitteleuropa noch dunkelhäutig. Das heißt, wir können sie nicht unterscheiden in der Hautfarbe von Menschen südlich der Sahara. Dunkle Haut schützt vor starker Sonneneinstrahlung, bildet jedoch bei geringer Sonneneinstrahlung in nördlichen Breitengraden nicht genug lebenswichtiges Vitamin D, das in Fisch und Fleisch ausreichend vorhanden ist. Die Haut wurde heller, nachdem der Mensch sesshaft wurde und Ackerbau betrieb. Helle Haut ist also eine ernährungsbedingte Umweltanpassung, die dabei hilft, Vitamin D in der Haut besser zu synthetisieren. Die Zugehörigkeit. Ja, und was ist jetzt der Punkt? Naja, der Punkt ist natürlich, wir sind eigentlich alle schwarz. Also, weißt du, dieses Out-of-Africa-Ding. Also, der Mensch hat in Afrika seinen Ursprung und wir waren mal alle wie die Afrikaner. Wir sind nur die Komischen. Weißt du, wir Europäer. Ach Wir sind so. eine Mutation von Afrikanern und der andersrum. Okay, ja, aber. Ist eigentlich egal letztlich, weil das sind Sachen, die sind so lange her. Ich meine, selbst wenn es andersrum wäre, also es ist mir persönlich scheißegal. Ich denke, es ist auch jedem normalen Menschen scheißegal. Es ist den Afrikanern scheißegal. Es ist uns Ja. Europäern scheißegal. Ob mal vor Millionen Jahren unsere Haut schwarz war und dann weiß geworden ist oder andersrum. Ich meine, was soll's? Darüber reden wir gar nicht. Ist vielleicht irgendwelchen Buchanhängern nicht egal, wo die Erde nur 6000 Jahre alt ist, aber ansonsten, Ja. wen juckt's, ne? Ach so, wir haben das Video auf 1,25 gestellt, falls das jetzt einige wundert, ne? Ja, das hatten wir auch schon Ja, letztes genau, Mal. da Genau. Ich bleibt man denke, dabei. da sind wir gut mitgefahren. Genau. Zu einer Gruppe schafft Identität und Stabilität, die jeder Mensch braucht. Im Kolonialismus wurde das Gruppenmerkmal Hautfarbe als zentrales Element missbraucht, um mit diesen äußeren Merkmalen menschenverachtende Grausamkeiten und systematische Ausbeutung zu rechtfertigen.
Wenn ich von Rassismus spreche, spreche ich vor allem von Alltagsrassismus, von strukturellem Rassismus. Also natürlich gibt es auch diesen anfeindenden Rassismus, diese bewusste Entscheidung von Neonazis, Rechten, die sagen, wir wollen nichts mit schwarzen Menschen zu tun haben. Und dann gibt es eben aber auch noch den Rassismus, der viel, viel subtiler passiert und dessen sich die meisten Menschen nicht bewusst sind. Also sie ist eine Aktivistin im, ja, Ruder, im deutschen Ruderverein. Ja, geil. Haben sie sich ja wieder die richtige geangelt dafür. Das ist... Was ich mir nochmal überlegt habe letztens, also ja, ich bin da ja immer vorsichtig, wir hatten das auch schon teilweise bei den Werbeclips, weißt du, dass wir dann gesagt haben, ja, der sieht da so und so aus und der muss daher kommen. Aber jetzt bei der Frau, also ich vermute einfach mal, die hat auch vielleicht eine weiße Mutter oder Vater, also oder ich würde jetzt sagen, die ist irgendwie halbschwarz. Ich denke, das wird uns hier noch erzählt werden, tatsächlich. Ah, okay, weil so diesen voll schwarzen Eindruck macht sie auf mich gar nicht. Einfach von der Hautfarbe und von den Gesichtszügen auch. Und ich finde es halt immer interessant bei solchen Leuten, dass sie dann trotzdem sehr dieses Schwarze rausstellen. Also, dass sie sich dann trotzdem scheinbar so, naja, so fehl am Platz fühlen oder so unaufgenommen, keine Ahnung. Naja, weil es halt gerade gut ist, das zu zeigen, genau. Ja, natürlich. Du stehst dann weiter oben in der Pyramide. Wir hatten ja mal in Sachsen so einen lustigen Ministerpräsidenten, der hieß Stanislaw Tillich. Ja. Und er war halt einfach ganz normaler Ministerpräsident, bis irgendwann es angesagt war, zu einer Minderheit sich irgendwie zugehörig zu fühlen und da Punkte abzustauben. Und dann war er auf einmal, hey Jungs, ich bin übrigens auch Sorbe, und hat das dann hat das bei jeder Gelegenheit vor sich hergetragen, wie so ein Bauchladen. Und so ist es hier, ne? Guck mal, ich bin ein bisschen dunkler als du. Ja, du Unterdrücker. Deswegen bin ich ganz sehr benachteiligt. Aber gut, ich bin jetzt mal gespannt auf die genauen Beispiele. Wir hatten ja am Anfang der Doku schon was gehört, dass irgendwie ein Sportlehrer hat Neger gesagt oder so. Das war ganz schlimm. Mal sehen, was jetzt noch so kommt. Also mich würden ja auch diese angeblich strukturellen Rassismusvorwürfe interessieren, weil das sehe ich immer gar nicht so. Vor allem bei schwarzen Frauen. Also ich glaube nicht, dass eine schwarze Frau zum Beispiel öfter von der Polizei kontrolliert wird als eine weiße Frau. Also wenn überhaupt, dann konzentriert sich das eher auf schwarze Männer gegenüber weißen Männern. Sie wird bestimmt irgendwas mit der Wohnungssuche oder so anführen. Und dann denke ich mir wieder auch, sie ist im Nationalkader. Also wenn die Unterdrückung so hoch wäre, wäre sie da die Reinemar-Frau im Nationalkader. Also, ja, das stimmt. Also wenn es ernsthaft... Es geht doch schon wieder absurd hier los. Ja, wenn es ernsthaft einen strukturellen Rassismus gäbe, dann würde sie daran gehindert werden, Deutschland zu vertreten bei großen Sportevents. Da hast du recht. Und was mich jetzt hier gerade so noch stört, wir waren gerade so wunderschön auf irgendwelche wissenschaftlichen Basenpaaranalysen unterwegs und 2 Sekunden später sind wir hier bei strukturellen Rassismus angelangt. Also diese Überleitung war so abrupt eigentlich. Der Sprung war jetzt ein bisschen abrupt, aber ich muss ehrlich sagen, das interessiert mich heute fast mehr, weil das Thema Wissenschaft ist für mich jetzt irgendwie nach der letzten Folge gut durch. Das haben wir, denke ich, gut beackert. Wir haben ja auch so uns ein paar Statistiken angeschaut, Definitionen und so weiter. Deswegen würde mich jetzt hier auch die persönlichen Geschichten interessieren. Ja, ich hoffe, die springen jetzt nicht andauernd hin und her. So, weißt du, das wäre nervig. So. Ja, hoffe ich auch, das wäre doof. Und ich bin so wie du, ich hoffe jetzt wirklich mal hier Beispiele. Ja, bitte. Wie lassen sich Vorurteile gegenüber anderen nachweisen, wenn wir selbst der Überzeugung sind, nicht zu diskriminieren? Der sozialpsychologische IAT-Test soll dies beantworten. Alle Menschen, mit denen wir für diesen Film Interviews geführt haben, unterziehen sich diesem Check, der auf der Webseite der Universität Harvard frei zugänglich ist. Der IAT, also der implizite Assoziationstest, beruht auf Forschung in den 1980er und 90er Jahren, vor allen Dingen in den USA, im Zusammenhang mit dieser Wahrnehmung von, hier ist was Seltsames, was in unserer Gesellschaft passiert. Leute äußern immer weniger rassistische Einstellungen, aber wir sehen, Diskriminierung bleibt bestehen. Es gibt immer noch keine Chancengleichheit. Wie kann das sein? Die SozialpsychologInnen Juliane Degner und Inge Bong-Isling forschen zu Vorurteilen. Sie demonstrieren, wie der IAT-Test funktioniert. Oh Mann. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, wie das funktioniert. Ja, ich habe sowas schon mal in meinem Studium gehört, aber vergessen. Und insofern spielt der Faktor Zeit eine große Rolle. Und das, was wir uns am Ende angucken, sind Reaktionszeiten. So, gut, glücklich, Vergnügen. Also links stehen positive Begriffe. Schwarze Gesichter und negative Begriffe sollen miteinander kombiniert werden. Und weiße Gesichter mit positiven. Aha. Hä? Aufgabe 2. Weiße Gesichter und negative Begriffe sollen miteinander kombiniert werden und schwarze mit positiven. Wie lange dauert es im Vergleich zur Vorgängeraufgabe?
Der Unterschied in der Reaktionszeit gibt Aufschluss über die automatische Bevorzugung einer Gruppe. Was typischerweise bei rauskommt, ist, dass wir bei dieser Aufgabe mehr Fehler machen und langsamer reagieren. Das heißt, wenn schwarz und positiv gepaart sind und weiß und negativ, tendiert ein Großteil der Bevölkerung dazu, langsamer zu reagieren oder mehr Fehler zu machen. Im wirklichen Leben entscheiden wir, ähnlich wie in der Testsituation am PC, innerhalb von Millisekunden ganz automatisch, wie wir auf unser Gegenüber reagieren. Eine typische Reaktion ist eine schnelle Schreckreaktion oder das Greifen nach der Handtasche, wenn ich eine Person mit schwarzer Hautfarbe sehe, weil gerade eine Bedrohungswahrnehmung stattfindet. Oder dass ich sicherheitshalber die Straßenseite wechsle oder leicht zucke. Oder ja gut, aber wo kommt das her? Also Sie sagen ja, es geht um Millisekunden. Also das heißt, der richtige Nachdenkprozess kann noch gar nicht eingesetzt haben. Sondern das liegt ja dann im Hirn viel, viel tiefer, viel, viel instinkthafter. Ja, und das ist auch so ein Ding, was mich generell immer an dieser Rassismusdiskussion stört. Es gibt ja schon seit Jahren, Jahrzehnten diese ganzen Antirassismusbestrebungen und scheinbar geht das Problem nie weg. Also vielleicht ist es Zeit, langsam anzuerkennen, dass es im Menschen nun mal irgendwo so drin ist, Unterschiede zwischen Gruppen festzumachen. Vielleicht kommt es ja noch, aber ob es diesen Test auch mit, sagen wir mal, Asiaten gibt? Also dieser, würde mich interessieren. Weil ich glaube nicht, dass das so heftig ausfällt. Also wer hat Angst vor dem schwarzen Mann schlussendlich, scheint ja anscheinend groß verankert zu sein. Warum auch immer. Ich wollte noch was zu dem Test sagen an sich. Ja, ich denke, das ist so ein, ich hatte, wie gesagt, auch schon mal im Studium davon gehört, ich denke, das ist so ein Test, der ist an sich typisch, der wird bestimmt auch, ich sag mal, verifiziert sein, dass der auch auf andere Forschungsgebiete funktioniert. In dem konkreten Beispiel jetzt muss ich sagen, ich als Proband wäre vielleicht einfach ein bisschen verwirrt, dass ich deswegen langsamer bin, weißt du? Weil im ersten Schritt soll ich gute Begriffe und weiße Menschen zusammenfügen, weißt du? Dann bin ich darauf trainiert in meinem Gehirn. Und dann in der zweiten Runde soll ich das auf einmal umdrehen. Da ist ja, also ich würde schon deshalb erwarten, dass ich langsamer bin dann in der zweiten Runde, weil ich das halt vorher anders mir antrainiert habe. In der zweiten Runde dann anders machen soll. Das ist lustig. Ich wollte das ähnlich angreifen, im Sinne von, sind die nicht irgendwie vorbelastet? Ja. Also ich wollte halt sagen, gibt es diesen Test auch genau andersrum, dass du in der ersten Runde startest mit besetze schwarze Personen mit guten Begriffen und andersrum die weißen mit negativen und tauscht das in der zweiten. Auch. Weil genau, so, wie du schon sagst, verzerrst du das, weil das Hirn ist ja so ein Trainingsmuskel. Ja. Der ist dann irgendwie schon eingenordet nach dieser ersten Runde. Ja, also, ich gehe jetzt mal wohlwollend davon aus, dass sie das schon so machen, dass sie da irgendwie Kontrollgruppe und Testgruppe haben, was weiß ich. Also, dass sie das einmal so rum machen, einmal so rum. Da würde ich dir widersprechen, einfach aus dem Grund, wenn die das so machen täten, hätten sie es uns gesagt. Naja, vielleicht. Aber sie erklären es ja noch. Mal gucken, vielleicht kommt noch die Punchline. Ja, ich denke mir das so: Du hast halt eine Dokumentation, die geht nur 40 Minuten, du willst viele Themen anreißen und die Leute erschwafeln dir eine Stunde in einem Interview was voll. Da können sie sich natürlich nur Ausschnitte sehen. Also, ich bin bei sowas eher dafür, wohlwollend anzulegen, sag ich mal. Okay. Aber gut, ist okay, wenn du das anders siehst. Soll ich weitermachen? Ja, gerne. Blinke oder weggucke. Also es geht eher um Verhaltensweisen, die recht subtil sind, die auch gar nicht so leicht wahrnehmbar sind für andere, auch für uns selbst. Wir bemerken das oft nicht oder sind uns zumindest nicht ganz klar darüber, was da passiert, die aber eben unser soziales Interaktionsverhalten steuern. Ne? Nämlich zum Beispiel, wie nahe nähe ich mich jemandem an oder vermeide ich eine Person. Unser Verhalten basiert auf Grundannahmen, die von klein auf erlernt sind. Doch wie genau? Maisha Auma ist Professorin für Kindheit und Differenz. Ihr Fachgebiet ist den Diversity Studies zugeordnet. Sie möchte herausfinden, wie Rassismus zur Normalität erklärt wird und wie eine Gleichstellung erreicht werden kann. Die Unterschiede an sich sind nicht das Problem. Menschen haben unterschiedlich lange Finger, Menschen haben unterschiedlich lange Haare. Und erst die Bewertungsmuster machen das folgenreich. Es ist erstmal nicht ein Problem, ist zu sagen, okay, das ist eine Person, die eine dunklere Hautschattierung hat, die Darkskind ist, wie ich zum Beispiel. Sondern wenn die anfangen, das mit negativen... Haben wir jetzt das neue Neger-Wort? Ja, Farbe ich jetzt Starkskin. Geil. Ja, ich gebe dem schlimm. 5 Monate, dann ist das auch wieder böse. Oh Gott. Ja, und jetzt mit den Bewertungsmustern, da müssen wir doch nochmal in das Thema Wissenschaft einsteigen. Gut, das ist auch so, wie hieß er? Ach ja, Among the Ruins, das war ein ganz, ganz großartiger YouTube-Kanal, ein Deutscher. Der hatte sich extrem gut immer mit solchen Psychologie-Themen beschäftigt, hat da extrem viele geile Beispiele gezeigt und Papers angegeben und so weiter.
Und der hatte nämlich auch mal ein ganz, ganz tolles Video. Ich versuche das jetzt nochmal im Nachgang zu googeln. Der hatte mal ein ganz tolles Video gemacht zu Bewertungsunterschieden, die verschiedene Rassen gegenüber anderen machen. Und da war es so, dass die Weißen mit Abstand den geringsten Unterschied von sich zu anderen Gruppen machen, weißt du? Also klar tun die unbewusst Schwarze vielleicht an irgendeiner Stelle negativer einstufen, aber bei allen anderen Rassen ist es andersrum, dass zum Beispiel Asiaten Weiße und Schwarze negativer einstufen und Schwarze Weiße und Asiaten und so weiter. Also waren das jetzt bloß in Anführungsstrichen diese drei Gruppen oder gab es dann noch so Latinos oder dies, das? Da gab es mehrere Gruppen. Ich muss mal gucken, ob es überhaupt den Kanal noch gäbe. Aber auf jeden Fall weiß ich von diesen Studien und wollte das nur noch. Ah ja, den Kanal gibt es noch, Among the Ruins, hat auch nur 2600 Abonnenten, komischerweise. Obwohl es ein ganz großartiger Kanal ist. Er macht leider nichts mehr. Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, diese Unterschiede. Also, dass wir davon sprechen. Klar, wir Weißen, wir haben irgendwie Bewertungsmuster, wo wir Rassen anders wahrnehmen. Das ist nun mal so im Menschen drin. Aber diese Unterschiede sind bei uns durch das ganze Training, sag ich mal, wir beschäftigen uns ja wirklich Jahrzehnte mit diesem Blödsinn, also von klein auf wirst du das angelernt, bei uns sind diese Unterschiede viel geringer als bei anderen. Aber wir sind die Rassisten. Aber wir sind natürlich die Rassisten. Genau, na ja, gut, der Grund liegt natürlich darin, in den anderen Gesellschaften will wahrscheinlich keiner wohnen. Also ich meine, wenn jetzt zum Beispiel die Afrikaner schlimmer drauf sind gegenüber Europäern, also da interessiert sich ja kein Europäer für, weil kaum ein Europäer in Afrika lebt. Ich versuche nochmal das Video zu suchen im Nachgang. Ich bin gespannt, wie sie es jetzt erklären, diese Sachen. Stereotypen und negative Bewertungsmuster zu verbinden. Welche dramatischen Auswirkungen diese Prägung auf das Selbstbild von schwarzen und weißen Kindern hat, zeigt ein Test, der bereits in den 1940er Jahren von den afroamerikanischen PsychologInnen Kenneth und Mamie Clark entwickelt wurde. Peinlich, der Doll-Test, zu Deutsch der Puppentest. Which doll is the pretty doll? Which doll is the bad doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has two eyes. Which? Da will ich nochmal. Basiert. Da will ich nochmal einwerfen, dass du solche Experimente super verfälschen oder beeinflussen kannst durch den Fragesteller. Also, ja, sicherlich. Wenn der Fragesteller jetzt zum Beispiel hier weiß ist und blaue Augen hat, dann denkt sich das Kind unbewusst, was will der jetzt von mir hören als Antwort? Und guckt dann, wie sieht der aus, wie sieht die Puppe aus, was kommt da näher? Ne? Also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob der da gesessen hat oder ob da einfach ein Lautsprecher die Frage gestellt hat, aber du kannst durch die Testperson schon allein, ob die männlich oder weiblich ist, so ziemlich viel Scheiß treiben, ne? Und die Ergebnisse beeinflussen, obwohl du das als Fragesteller manchmal gar nicht möchtest. Das weißt du natürlich besser als ich. Nee, das ist sicherlich so, genau, und das wollte ich jetzt gerade sagen, also deswegen bin ich da bei solche Kritikpunkte sind absolut richtig, aber ich komme ja so aus so einem sozialwissenschaftlichen Umfeld auch und also immer wenn du so eine Studie hast, die so eine Art Methodik hier vorlegt, dann steht das auch im Kritikteil. Und wenn das jetzt zum Beispiel hier dieses Assoziationsexperiment, was wir vorhin hatten, ich weiß definitiv, dass es auch in vielen anderen Forschungsgebieten benutzt wird, also nicht nur beim Thema Rasse, also das werden so Sachen sein, mit denen die sich selber schon mal in der Metastudie irgendwie beschäftigt haben werden. Deswegen, ich persönlich würde mich der jetzt nicht so aufhängen, aber natürlich ist wichtig, dass man das anbringt. Wie es in der konkreten Studie hier gelaufen ist, können wir jetzt nicht sagen, ohne Quelle oder nichts. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, warum die andere Puppe hässlich ist. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Mm-hmm. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. Der Doll-Test ist ein amerikanischer Test, der in abgewandelter Form in vielen Ländern eingesetzt wird. In Deutschland nicht. Ich frage mich auch, warum dieser Doll-Test hier noch nicht in Deutschland gemacht wird. Wahrscheinlich ist es schon auch so eine Art Negation, dass wir eben Rassismus in Deutschland nicht so haben wie in den USA. Es gibt so eine romantische Vorstellung über Kindheit. Mach nochmal Pause kurz. Meine Forschung zeigt. Was hat sie gesagt?
Das war jetzt völliger Schwachsinn, dieses Argument. Warum machen wir den Doll-Test nicht? Weil wir negieren wollen, dass wir rassistisch sind. Weißt du, wir wollen das verneinen. Weil das einfach nicht hier erforscht wird. Also, ich meine, wenn ihr den Doll-Test machen wollt, dann macht den doch. Es hindert euch doch keiner daran. Kann ich es nochmal hören, weil es akustisch ist bei mir nie angekommen, was sie sagte. Okay. Gesetzt wird. In Deutschland nicht. Ich frage mich auch, warum dieser Doll-Test hier noch nicht in Deutschland gemacht wird. Wahrscheinlich ist es schon auch so eine Art Negation, dass wir eben Rassismus in Deutschland nicht so haben wie in den USA. Es gibt so eine Art romantische Vorstellung über... Ach so, also haben wir gar kein Problem. Das ist doch alles super dann, oder hä? Du willst das jetzt falsch verstehen, oder? Nee. Sie hat doch gesagt, wahrscheinlich, weil es bei uns keinen Rassismus gibt. So schlimm wie in den USA. Nein, sie hat doch gesagt, weil wir den negieren, den Rassismus. Ganz wichtig, das hast du überflogen. Also, dass wir den verleugnen, dass es bei uns Rassismus gibt. Weißt du, deswegen machen wir den Doll-Test nicht, weil wir wollen es gar nicht eingestehen. Sie spricht von der Negation von unserem eigenen Rassismus. Ja, hört ihr das nochmal an, bitte. Ups. Handelter Form in vielen Ländern eingesetzt wird, in Deutschland nicht. Ich frage mich auch, warum dieser Doll-Test hier noch nicht in Deutschland gemacht wird. Wahrscheinlich ist es schon auch so eine Art Negation, dass wir eben Rassismus in Deutschland nicht so haben wie in den USA. Ah, okay, ja. Also genau, wir sind eigentlich schlimmer als in den USA. Alles genau, deswegen machen wir den Doll-Test nicht, weil wir uns das nicht eingestellt wollen. Nee, wie gesagt, nochmal, also wenn ihr den Doll-Test machen wollt, dann macht den gerne. Es hindert euch keinen. Ich wollte gerade fragen, ist der denn verboten in Deutschland? Nee, eben nicht. Also das ist ein völliges Schwachsinnsargument. Also da finden sich doch auch genug Probanden mit Wetter. Ja, sicherlich, ja. Ich habe eher das Gefühl, die haben Schiss, dass wieder genau dasselbe Ergebnis rauskommt und sie sich dann Fragen stellen müssten. Wobei, ist das dann wieder Wasser auf ihre Mühlen? Schwierig, ne? Könnte man auch wieder so auslegen. Aber er wird ja nicht gemacht, also alles gut. So eine Art romantische Vorstellung über Kindheit. Und meine Forschung zeigt eben genau, dass Kinder eben schon im frühen Alter von diesem rassistischen Wissen beeinflusst sind und dass das eben auch Einfluss auf ihre Identitätsentwicklung hat. Und im Endeffekt, dass sie eben diese Konnotation von schwarz ist negativ und weiß ist positiv auch auf ihr Selbstbild übertragen und auch in ihren Spielinteraktionen mit anderen Kindern auch anwenden. Dieses rassistische Wissen im Kindesalter. Da wird dann der Fünfjährige vom Großvater so mitgenommen. So, Junge, jetzt zeige ich dir, wie die Welt läuft. Weißt du was? Und schlägt da so ein uraltes Buch auf. Ja. Ich wollte kurz anmerken, entgegen dem, was ich vor uns gesagt habe, würde ich doch jetzt mal grundlegend an der Methodik nochmal meckern wollen von diesem Doll-Test. Und zwar ist es so, du hast zwei Möglichkeiten. Du wirst gefragt, welche Puppe ist die böse, welche ist die gute? Wenn du eine als böse auswählst, oder anders, wenn du eine als gute auswählst, kannst du die andere nicht auch als gut wählen, sondern du musst die als böse wählen, weißt du? Also den Kindern wurde meiner Meinung nach hier nicht die Möglichkeit gegeben zu sagen, die sind beide gut. Ist das wirklich so, dass ihr... Naja, der hat ja gefragt, welche Puppe ist die böse, welche ist die schlechte, hat er gefragt. Achso, genau, dann bleibt ja nur eine übrig, ja. Genau, er hat nicht gefragt, ganz offen, was hältst du von der weißen Puppe, findest du die gut oder schlecht? Und was hältst du von der schwarzen Puppe? Findest du die gut oder schlecht? Stimmt. Oder letztendlich auch die dritte Option mit gleich oder ist mir egal, ne? Gab's ja auch nicht. Das genau. Stimmt. Ja. Ja, nur ein Cis denkt in absoluten Doll-Tests. Achso, jetzt musste ich kurz überlegen. Ich muss aber auch wirklich sagen, dass der Freeze-Frame tut das rechte Baby, ein bisschen komisch aussehen lassen kann. Sieht ein bisschen unvorteilhaft aus. Ja. Der hält gerade so eine übelste Brandrede. So. Das rechte Baby, ja. Ja. Oh Mann. Na gut, lassen wir uns mal hören, was die gute Frau zu sagen hat. Ja. Noch vor 10 Jahren gab es kaum Forschungsgelder zur kritischen Rassismusforschung in Deutschland. Das ändert sich erst langsam. Seyran Bostanci und Maisha Auma möchten die Folgen, die Rassismus auf die Entwicklung von Kindern of Color in Deutschland hat, verstehen. Kindern of Color? Das Bewertungsmuster, was in der Gesellschaft vorhanden ist. Und Schwarzsein wird in der Gesellschaft mit negativen Stereotypen, also mit Kriminalisierung, mit Drogenhandel, mit schlecht bezahlten Tätigkeiten in Verbindung gebracht. Und faktisch ist das ein Angriff auf den Selbstwert. Dabei ist ein starkes Selbstwertgefühl der beste Schutz, den Kinder und Jugendliche vor rassistischen Anfeindungen haben.
Die Zuschreibung positiver Eigenschaften wie Ausdauer oder Schnelligkeit ist auch rassistisch. In der Leichtathletik etwa werden hervorragende Leistungen häufig ausschließlich auf die Hautfarbe zurückgeführt. Der strukturelle Rassismus ist im Sport jetzt nicht anders vorhanden als in der Gesellschaft, auch nicht weniger. Also der Sport als Teil der Gesellschaft ist einfach darin eingeschlossen. Und wenn nicht genügend Aufklärungsarbeit stattfindet, ist es einfach auch hier Thema. Ich hatte auch mal eine Situation bei der Deutschen Meisterschaft, da habe ich gewonnen. Und da hat ein Trainer zu meinem gesagt, der kann sich gar nicht vorstellen, der wusste gar nicht, dass das N-Wort auch rudern kann. Und ja, es wird halt immer wieder thematisiert, also meine Hautfarbe. Ich werde immer wieder darauf hingewiesen, dass ich anders bin. Nein. Für Menschen mit weißen Privilegien ist ihre normstiftende Position nur schwer zu fassen. Ja. Mach vielleicht nochmal Pause. Also das ist auch so ein Ding, was mich stört bei diesem ganzen Rassismus-Ding, dass man nicht darauf angesprochen werden soll, dass man anders ist. Also das ist nun mal offensichtlich und du wirst immer wegen irgendwas angesprochen. Ich meine, ja. Ich kann mich ja hier, du hast es schon mal angeteasert, ein bisschen doxen. Ich bin zum Beispiel auch ein bisschen kleiner als der Durchschnitt. Klar werde ich darauf oft angesprochen, da bin ich nicht übelst sauer, weil es ist nun mal einfach die Wahrheit. Das, weißt du, dass die Leute mir das gegenüber nehmen, erwähnen, also und ja, dass sie halt schwarz ist, es wird ihr immer gezeigt, dass sie anders ist. Naja, das weißt du doch selber. Da brauchst du sich ja nur umschauen auf der Straße. Sie ist nun mal in der weißen Mehrheitsgesellschaft, die wir noch haben, anders. Ja, und was soll das? Also du tust Menschen immer irgendwie einordnen, je nachdem, was ein bisschen von der Norm abweicht, ne? Dann bist du halt ein bisschen zu dick, bist ein bisschen zu groß, zu dünn, zu klein, was weiß ich nicht, hast eine komische Frisur. Natürlich. Und ja, was, anders gesagt, was ist denn jetzt die Alternative? Sollen wir dich einfach ignorieren? Das ist auch nicht wieder gut, oder? Das willst du ja auch nicht. Ja, es ist absolut menschlich, so Heuristiken zu bilden, also so. Naja, letztlich Vorurteile, also ja, die Menschen in Schubladen einzuordnen, weil das macht es leichter. Wenn wir jetzt über jeden Menschen einzeln denken würden und den, das würde unser ganzes Denken unfassbar erschweren. Ja, es wäre super anstrengend. Es wäre super anstrengend, genau. So viel Brainpower haben wir gar nicht. Überleg das mal, du stehst an so einer Bushaltestelle mit 30 anderen Leuten und tust jeden einzelnen von denen sozusagen abscannen und einordnen. Machst also 30 verschiedene Schubladen auf. Anstatt sozusagen, okay, 28 von denen sind irgendwelche Normis, das, mit denen ist alles gut und da hinten stehen so zwei, die behalte ich mal so ein bisschen im Auge, wer weiß. Wenn die da hinten bleiben, ist alles gut und dann habe ich zwei Schubladen aufgemacht und kann mich den eigentlichen anderen Dingen widmen. Genau, genau. In dem Moment bin ich erst bei Person 3. Mit dem anderen. Und der einfachste Faktor, das zu machen, ist nun mal dummerweise das Aussehen tatsächlich. Ich meine, du kannst die 28 Leute an der Bushaltestelle jetzt nicht befragen, wie die drauf sind, sondern du guckst erstmal, wer steht da hinten nach, da sind vielleicht so zwei schwarze Männer oder so, da bin ich vielleicht vorsichtiger, keine Ahnung, ganz unbewusst einfach. Ja, es ist auch gar nicht so unbewusst, also Kriminalstatistik will ich jetzt nicht aufmachen, aber du kriegst es ja trotzdem irgendwie mit. Mundpropaganda, Zeitungsmeldung. Und natürlich, das heißt jetzt nicht, dass du denjenigen, der da steht, sofort rassistisch abwertest, dies, das, tralala, aber eine gesunde Vorsicht, gesunde Einordnung, garantiert dir halt eine gewisse Sicherheit, meine Fresse. Ja, unbedingt. Diese Selbstaufgabe oder dieses Verhalten bis hin zur Selbstaufgabe, ja komm, du bist doch ein schöner Schwarzer, komm, knuddeln. bringt dir nichts. Ist dir eigentlich jetzt das Framing hier aufgefallen, was hier so durchtrieft die ganze Zeit? Von dieser Moderator oder dieser Hintergrundstimme, sag ich mal. Was meinst du? Ich hab's jetzt leider vergessen, ich müsste nur mal kurz zurückgehen. Aber da war es mir richtig wieder hochgekommen. Ich gehe mal kurz zurück, ja. Okay. Ich werde immer wieder darauf hingewiesen, dass ich anders bin. Für Menschen mit weißen Privilegien ist ihre Privilegien normstiftende Position nur schwer zu fassen. Normstiftende Position und so. So wie aus so einem Textbuch für Woke. Das ist unfassbar. Ja, unbedingt, genau. Das ist so dieses Critical Whiteness-Ding aus den USA. Direkt übernommen. Unkritisch hinterfragt, übernehmen die auch diese ganzen Worte, die daherkommen. Genau. Schön. Weiße Privilegien, weiße Norm, was weiß ich. Das ganze Zeug. Eklige weiße Mehrheitsgesellschaft. So richtig mit dem Google Translator übersetzt oder so, keine Ahnung. Ja, du hast recht, gut, dass du das nochmal erwähnst. Und kritische Rassentheorie, also
dass sie das nicht selber merken, dass das irgendwie einen faden Beigeschmack hat, dieser Name an sich. Es ist und das ganz ist auch verwirrend. Wieder das Ding, was ich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk generell ankreiden will. Also das ist für mich so ein generelles Problem. Also es wäre besser, so eine neutrale Position einzunehmen, dass man sagt, manche sprechen von weißen Privilegien, aber es gibt auch Gegenargumente oder so, weißt du? Aber die hier, die Erzählerstimme, die übernimmt das einfach so, als wäre das tatsächlich ein Ding. Ja, oder ich würde das, nicht mal das würde ich die sagen lassen. Ich würde dann einfach die Person finden, die diese Aussage macht. Und ja, die Sprecherin sagt, jetzt kommt Person A und die hat gewisse Ansichten zum gesellschaftlichen Umgang miteinander. Und dann soll die sich halt dazu äußern und dementsprechend auch bloßstellen oder halt überzeugen, je nachdem. Ja, das wäre noch besser. Aber dieses immer an die Hand nehmen vom Produktionsteam, also dass der Zuschauer da an die Hand genommen wird, dass er ja nicht abtrifft. Die halten uns ein bisschen für doof. Ja. Gut, wahrscheinlich sind die meisten Gucker sogar doof. Bei Dreisat weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Die haben ja schon ein gewisses Zielpublikum. Ist das gehobener, so wie Arte? Genau. Arte, Dreisat sind so die NPC-Sender, wo der kleine Finger bei der Teetasse halten abgespreizt wird, weißt du. Ach, tatsächlich? Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, die ist schon ein bisschen kulturlastiger, das Ganze. Das sehen wir hier. Ja. Die gute alte Maskenkultur, ja. Ja, genau. Ach Gott, stimmt. Ja, gut, dann machen wir weiter. Wolltest du noch was zum positiven Rassismus sagen, der am Anfang kam hier, dass Schwarze schneller und stärker sind? Ja, das stimmt, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Also sie erwähnt das schon als strukturellen Rassismus, glaube ich, oder irgendwie so wurde das geframed. Ja, dass die Leute, es kam so, sportliche Leistungen werden auf die Hautfarbe, der Hautfarbe zugeschrieben, weißt du, von wegen Schwarze sind einfach sowieso besser. Ja, aber seid ihr das nicht? Also ja, eben. Wo ist denn jetzt das Problem? Eben, das ist halt ähnlich wie zum Beispiel jetzt mit Kriminalstatistik oder so. Wenn das seid, dann seid das halt. Also, da brauchen wir doch nicht diskutieren. Oder wollt ihr dann eigene Kategorien haben? Also wollt ihr schwarzes Basketball und weißes Basketball? Wo wollt ihr denn damit hin mit der Aussage? Ja. Oder wollt ihr euch eine Ferse abhacken beim Sprint, dass es dann gleich ist? Also, ich verstehe das nicht. Also, die Frau, machen wir weiter. Aber die Frau, ich habe der gegenüber ganz unangenehme Gefühle, aber ich weiß genau, was das für eine ist. Das ist so eine Heulaktivistin. Weißt du, oh, mir geht's so schlecht und oh, alles ist böse. Hilfe, ich werde unterdrückt. Ja, ich werde unterdrückt und bin aber in der Sportmannschaft von Deutschland und ja. Und darf im Fernsehen auftreten und alles. Ja. Es ist ein hartes Leben. Ja, und darf hier kritiklos, also ohne Widerworte, den Müll hier rausposaunen in Dreisat zur besten Sendezeit und kriegt dafür wahrscheinlich sogar noch Geld. Ich bin ja wirklich immer noch gespannt, ob irgendwie mal eine Kontraposition hier käme. Ja, ganz am Ende kommen bestimmt noch irgendwelche bösen AfD-Demos oder Flüchtlingsheime, die abgebrannt werden oder was weiß ich. Das ist doch keine Gegenposition. Aber es ist immer eine Gegenposition, aber die wird halt so verteufelt dargestellt. Aber gut, jetzt tun wir spekulieren und so weiter. Mach mal bitte weiter. Dabei ist sie überall präsent und abgebildet in diesem Land. In den Medien, den Hochschulen, im Deutschen Bundestag und in den Chefetagen von Unternehmen, Verbänden und Verwaltung. Wichtige Positionen sind fast ausschließlich von Personen mit weißen Privilegien besetzt, die sich ihrer Vormachtstellung oft nicht bewusst sind. Alter. Welche Privilegien? Alter. Also, dieser Satz. Erstmal, die wichtigen Positionen sind fast ausschließlich von Weißen besetzt. Also, ich gehe mal nur bis dahin. Das liegt ja daran, wie gesagt, dass wir immer noch in einer weißen Mehrheitsgesellschaft leben. Ja. Also Schwarze kommen in solchen Positionen so oft vor, wie sie an der Bevölkerung Anteil haben und mal der Wahrscheinlichkeit, wie geeignet sie für diese Position sind, weißt du? Nein, da gibt es die gläserne Decke und diese ganzen Seilschaften und deswegen ist es hier unmöglich, da aufzusteigen. Ja, genau, das sind nämlich die bösen Rassisten. Sonst würde ich hier nicht mehr rudern, sondern wäre schon längst der Kaderleiter. Oder ja, was? Genau. Diese bösen Rassisten, ich sag's dir, schrecklich, wirklich. Ist das eigentlich in Tansania? Da sitzen nur Weiße an der Regierung, richtig? Oder so halb Schwarze, halb Weiße, richtig? Da ist... Nein, das war jetzt ein Scherz. Ach so.
Da wohnen ja auch ein paar Weiße. Also die, ich weiß, die, ich habe es schwer mit Ironie. Ich dachte jetzt, gut, hey, was erzählt er mir? Erstmal googeln. Ich habe jetzt wirklich eingegeben, Tansania Government. Ah ja, mach mal. Ich nehme an, die sind alle ziemlich so ich wie sie hier in Dunkel. Ja? Ja klar, sind halt alle Schwarze. Ja. Mhm. Also ja. Unerhört eigentlich, ne? Unerhört, das gibt's gar nicht. Das sind ja übelste Rassisten dort. Und ich habe jetzt vergessen, von wann diese Doku, nenne ich es jetzt mal, ist. Aber was sie sagten hier, jedes Werbeplakat und dies, das ist mit Weißen besetzt. Das ist ja in den letzten paar Jahren überhaupt nicht mehr der Fall, finde ich. Gar nicht. Der wird die Hautfarbendiversität ins Gesicht geworfen. An jeder Ja, als Beweisführung schaut euch dazu unsere Videos degenerierte Werbung an. Also da gibt es mehr als genug Beispiele. Ja, oder ich finde es bei Plakatwerbung in letzter Zeit so hart. Also ja. Die Deutsche Bahn fährt hier irgendwie gerade eine Kampagne und jedes zweite ist da diese schwarze Frau, schwarze Zugbegleiter. Genau, und dann Türke oder so. Also da hab ich schon mal irgendjemanden Weißen gesehen, um jetzt mal diese Terminologie aufzugreifen? Ja, das ist krass. Ich bin mir gerade nicht sicher. Mir fällt es auch oft bei Klamottenwerbung, also Kleidung. Da hast du irgendwie ganz oft, gerade so bei Kinderklamotten, hast du immer mindestens so halb so viele Schwarze wie Weiße, habe ich das Gefühl. Also da habe ich das Gefühl, die sind krass überrepräsentiert, gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung. Das ist ja nahezu prophetisch, wo die Reise hingehen soll, ne? Ja. Aber vielleicht kommen jetzt wirklich mal Beispiele. Wollen die Beispiele hören. Ja? Ich will hier die Beispiele hören. Bitte. Gib uns. Ich selbst beschäftige mich super viel mit dem Thema Rassismus, also kann das auch nicht durchgängig machen, weil es sehr schmerzhaft ist. Aber ich merke einfach, es gibt Menschen, die müssen das nicht machen und die machen es auch nicht. Obwohl die Menschen, die das nicht machen, also in dem Fall Weiße, die einzigen sind, die das aufheben könnten. Und das finde ich so. Alter, also A, du musst dich doch nicht damit befassen. Es zwingt dich doch keiner. Geh rudern und leb dein Leben. Aus ihrer Sicht muss sie sich damit befassen, weil es ihr ja immer als Nachteile entgegenschlägt im Leben. Sie hat ja noch keinen einzig benannt. Ja, das ist das Ding. Ich will jetzt die Beispiele hören. Dein bestes Argument. Es können auch mehr als eins sein. Ich wette, das beste Argument war das mit dem Neger am Anfang. Ja, dass der Neger rudern kann oder was der böse Sportlehrer gesagt hat. In Afrika wurde ich so oft als Weißbrot beschimpft, in Anführungsstrichen. Leute, es kommt mal klar. Und das zweite fand ich spannend. Es sind die Weißen, die diesen Rassismus beenden könnten oder so, hat sie gesagt. Also dieses... Ja, wie heißt das im Englischen? White Saviorism oder so? Ich kann das Wort immer nicht aussprechen. Also, dass der weiße Retter kommt, finde ich jetzt wieder komisch. Ja. Aber sie meint das bestimmt anders. Sie meint, dass der Weiße gefällig die Füße zu küssen hat von ihr. Jede Wette. So, aber jetzt Beispiele, endlich. Ja, los. Ungerecht. Und das regt mich so auf, weil ich da nicht so wirklich sehe, wie wir da weiterkommen sollen. Es wird kein Beispiel kommen, oder? Je mehr Menschen von Privilegien profitieren, sei es aufgrund von Hautfarbe, Herkunft oder Geschlecht, desto schwerer wie profitieren wir denn? Zu teilen. Was war der Satz? Wenn starke Menschen oder was? Je stärker Menschen von Privilegien profitieren. Aber wie profitieren wir denn von den Privilegien? Ich will jetzt Beispiele hören. Dabei gelingt Veränderung nur, wenn sie von allen gestaltet wird, besonders von den Privilegierten. Das ist so geil. Übrigens, hast du deinen Timer laufen? Als Frau in der Männerdomäne hatte ich es schwer, aber als weiße Frau hatte ich es deutlich einfacher als schwarze Frau beispielsweise. Und das heißt, ich habe Privilegien genossen, die ich nicht als solche wahrnehme, weil ich sie als selbstverständlich wahrnehme, die aber eine andere Person nicht genossen hat. Das wiederum ist sehr bedrohlich, weil das heißt ja, dass alles, was ich erreicht habe, ich nicht nur erreicht habe, weil ich hart gearbeitet habe, was ich gern glaube, weil es für... Schwachsinn! Junge. Absoluter Schwachsinn. Also auch da, sie sagt so ganz pauschal, ich hatte es leichter als Schwarze. Ich will jetzt hier ein Beispiel hören. Wo du wegen deinem Weißsein in der aktuellen Position bist. Also vor allem in der bunten Uni-Wissenschaftswelt kannst du mir doch nicht erzählen, dass es nicht sogar von Vorteil wäre, wenn du jetzt genauso gut qualifiziert bist, aber du bist vielleicht ein Schwarzer. Weißt du, das hat ja sogar noch ein Stück Prestige wahrscheinlich dann für irgendeine sozialwissenschaftliche Uni. Ich will bloß noch mal ganz kurz was zurück. Ich will sie noch mal kurz beobachten. Domäne hatte ich schwer, aber als weiße Frau hatte ich es deutlich einfacher als schwarze Frau beispielsweise. Und das heißt, ich habe Privilegien genossen, die ich nicht als solche wahrnehme, weil ich sie als selbstverständlich wahrnehme, die aber eine andere Person nicht genossen hat. Hm.
Was stört dich? Na, es klingt so für mich, als hätte sie jetzt irgendwie aus ihrer Vergangenheit erzählt. Also so, ja. so sinngemäß, damals gab es ein Stechen zwischen der schwarzen Professorin und ich ja. und meiner Wenigkeit und ich habe die Stelle bekommen. Aber ich habe das jetzt so beobachtet, wenn Menschen an die Vergangenheit denken, dann wandern immer so die Augen nach links. Und ja, das war jetzt gar nicht. Also das, deswegen, ich denke, die zieht sich das gerade aus dem Arsch. Oder so nach oben, ja, ich denke auch, das ist hier absolut einfach nur der Gesprächspunkt nachgequatscht. Ja. Und auch die Situation kann ich mir nicht vorstellen. Also, ja, dass die sich wie gesagt, so ich will Beispiel hören. Ja. Genau, ich will Beispiel hören. Sonst kann ich das hier nicht für voll nehmen. Das wiederum ist sehr bedrohlich, weil das heißt ja, dass alles, was ich erreicht habe, ich nicht nur erreicht habe, weil ich hart gearbeitet habe, was ich gern glaube, weil es fühlt sich gut an, das zu glauben, sondern dass ich einfach einen Vorschuss hatte, dass ich in einen Meter früher starten durfte. Nathalie Koudiabor ist Spielfilmproduzentin und will im Auftrag der UFA Fiction... Ich muss aber zu deren Verteidigung sagen, wenn jetzt ein Beispiel gekommen wäre, hätten wir es wahrscheinlich hart angegangen. Ja, bitte. Ne? Darauf hoffe ich hier. Die sollen sich mal hier nicht so rauslavieren mit diesem diffusen, ja, das ist einfach so, sondern wir wollen hier über konkrete Beispiele reden. Das kann man ja nun mal am besten falsifizieren. Mhm. So, jetzt wird es ja knirschig alles. In Zukunft radikal neue Wege gehen. Auch radikal, geil. In den nächsten geil. 3 Jahren sollen 25% aller neuen Stellen vor und hinter der Kamera mit Menschen unterschiedlichster sexueller Orientierung, Hautfarbe oder Beeinträchtigungen besetzt werden. Das ist kein Altruismus, sondern wirtschaftliche Notwendigkeit. Ja, natürlich. Wenn wir was für Netflix jetzt produzieren, kriegen wir auch so eine Liste, wo drin steht, wie wir zu besetzen haben vor und hinter der Kamera, was ich auch total richtig finde, weil deren Programme natürlich sofort weltweit funktionieren müssen. Und da kann man nicht jetzt rein weiß besetzen oder nur rein weiße Geschichten erzählen. Das muss ja, du kannst aber auch nicht rein schwarz. Also, das Junge, ist auch Junge. So dieses typische Quotending, als wäre es... Als würde das unbedingt die Leistungsstärksten fördern, wenn jetzt zum Beispiel 25% der Kamera schwarz sein müssen oder so. Ja, oder lesbisch sind. Also wen juckt denn, was hinter der Kamera passiert? Das ist all so, solche Sachen, ja eben. Und das ist so ein Argument, das muss ich eigentlich gar nicht wiederholen. Das ist auch allen klar. Ich meine, diese Minderheiten sind nun mal Minderheiten, weil sie auch zahlenmäßig in der Minderheit sind. Aber wenn sie dann zu einem großen Anteil gemacht werden sollen, in bestimmten Positionen, dann muss es ja so sein, dass auch Vorzug Leuten gegeben wird, die nicht so gut sind wie normale Menschen, sage ich mal, die aber vielleicht mehr drauf haben in ihrem Fachbereich. Ja, also das beißt sich so oft in den Schwanz. Also ja. Ich stelle mir schon so diese Einstellungsgespräche so knirsch für irgendeinen Kameramann jetzt hier. Ja. Ja, also wir sind schon sehr zufrieden, was Sie da in Ihrem Portfolio stehen haben. Eine letzte Frage noch. Sind Sie denn hetero? Natürlich bin ich das. Schade. Haben Sie wenigstens indianische Vorfahren oder sorbische? Dann können wir Ihnen die Stelle nicht geben. Sind Sie vielleicht nicht ein bisschen bi? Ja, oder haben Sie vielleicht so ein Dreiviertel Zigeuner-Opa oder ist da mal einer im KZ umgekommen? Ja, ja betrunken vom Wachturm gefallen. Ist. Ja, mein Opa war im KZ. Ach so, wirklich? Ja, der war der Wachmann. Oh nein. Ganz schlecht. Und ich fand, sie hat schon wieder diesen Ideologieblick drauf. Diesen starren, fixierten Blick. Fand ich jetzt wieder sehr, sehr beeindruckend. Ich habe da nicht bewusst drüber nachgedacht, aber ja, den gibt's. Ja, und sie hat den. Der Freeze-Film ist jetzt gerade nicht passend, aber. Nee, ja. Aber ja. Nee, aber ja, das war ein sehr schöner Satz. Das ist typisch sächsisch. Ja, genau. Nur ja, nee, ne? Ja, genau. Also ich denke, damit schießt sich Netflix auch voll ins Bein. Das ist unfassbar. Ja, siehe, der Aktienkurs von Netflix, der ist ja hart gesunken letztes Jahr. Ich denke, das liegt unter anderem auch an diesen ganzen Woken-Produktionen, dass die Leute die nicht mehr so annehmen. Und natürlich am Passwort-Sharing, das umgehen sie natürlich jetzt. Ja, auch die Einstellung, dass zum Beispiel nur ein Rollstuhlfahrer einen Rollstuhlfahrer spielen darf. Boah, das ist so Junge, dämlich, Junge, ja. Also das ist wirklich, das ist jetzt nicht Rassentrennung, aber das ist so wirklich Gruppentrennung. Jede Gruppe das war bleibt dumm, unter sich. Weil darum geht es ja als Schauspieler, dass man etwas spielt. Also, dass man...
Weißt du, selbst wenn ich nicht im Rollstuhl sitze, dass ich das so spiele oder mich in diese Rolle hineinversetzen kann. Also. Die Zeitform war falsch. Darum ging es beim Schauspielern. Ja, genau. The future is now. Ja. So. Ja. Jetzt bitte hier. Muss einfach anders funktionieren. Und da ist jetzt natürlich plötzlich ein monetärer Druck da entstanden, der sich in der ganzen Branche widerspiegelt. Tyron Ricketts ist Schauspieler und Produzent. Wie Nathalie Kudiabor möchte er die Bilderwelten in den Köpfen des Publikums verändern, um rassistische Stereotype zu verlernen. Ich glaube, dass die meisten Autoren oder Filmschaffende, egal in welchen Gewerken sie sind, natürlich am besten auch die Geschichten erzählen können, die sie selber kennen. Und die deutsche Film- und Fernsehbranche ist halt überwiegend Rassismus homogen, gehabt. Weißes Bildungsbürgertum. Und die erzählen natürlich dann auch die Geschichten, die sie selbst am besten kennen. Und die sind halt meistens bis jetzt nicht sehr divers. Da können wir mal gucken, ne? Das Lustige ist ja, wenn wir die Karten umdrehen, wenn's so schön wäre, was die Menschen denn für Rollen spielen. Nathalie O'Hara ist eine Gastwirtin im Bergdoktor. Velma könnte ja eigentlich auch eine Gastwirtin sein, oder? Ja. Sein. Was hat sie gespielt? Oh. Eine AIDS-Kranke. Okay, Junge, Junge. Sebastian Ströbel spielt bei Die Bergretter mit. Der Chef der Bergretter. Ah, okay. Du bist ja dran. Ich bin wieder dran. Der Tyron Ricketts, guck mal, was der schon gespielt hat. Der Barkeeper. Also ich war vermeintlich Barkeeper, war aber in Wirklichkeit geheimer Hoteldirektor. Allerdings eben auch auf Mauritius. Mhm. Ja. Musstest du denn auch mal schon so einen Flüchtling spielen? Oder? Ja, ich habe auch schon Flüchtlinge gespielt, des Öfteren. Okay. Gott, wie schlimm. Der ist traumatisiert. Für viele Menschen, die irgendwann privilegiert waren, erscheint Gleichberechtigung plötzlich als Ungerechtigkeit. Am Ende des Tages entscheiden die Zahlen und zahlenmäßig ist die Verteilung auf der Welt halt ganz anders, als die Geschichte bis jetzt erzählt wurde. Und das gleicht sich jetzt in einer zunehmend global vernetzten Welt, gleicht sich das an. Das heißt, ja, da werden Privilegien abgegeben werden müssen. Vielleicht sollte die Mehrheitsgesellschaft froh sein, dass wir nur Gleichberechtigung wollen und nicht Rache. Wow, jetzt wird's aber hier heiß. Wow, jetzt wird's aber heiß. Alter Schwede, was ist los mit dir? Was ist verdammt falsch mit dir? Nee, ob der also, Satz kommentiert wird? Ich glaub's nicht, ne? Der wird einfach so stehen gelassen. Der wird so stehen gelassen. So, wow, ja, die haben Grund, Rache zu üben. Wofür denn Rache? Also vor allem uns Deutschen gegenüber. Ich meine, wie viele Kolonien hatten wir? 2 in Afrika? Deutsch-West-Südafrika, das waren Namibia. Ja, wir hatten, glaube ich, 4, aber... Oder 4, ja, also auf jeden Fall... Ach, das ist auch alles ewig lange her und komm, hör mir auf mit dem Scheiß. Ja, und, also ich würde mich nicht mal auf diesen Kolonialframe begeben. Also, ja. Wie du sagst, das ist so lange her. Ja, ich finde das auch immer Schwachsinn. Also damit braucht ihr mir nicht ankommen. Und er hat sich ja nicht mal auch auf diesen Frame begeben. Das muss man ihm mal zugute halten. Ne? Ich glaube, er macht das wirklich noch so eine Ebene drüber, dass die letzten, tja, keine Ahnung, 200, 300 Jahre Schwarze irgendwie, ja, gedeckelt wurden, versklavt wurden im Zeitalter des Imperialismus. Keine Ahnung. Ja. Ich glaube, das ist jetzt sein Punkt, aber er müsste das eigentlich mal andersrum sehen, ne? Ich habe nochmal nachgeguckt, es gibt so 8-9% weiße Menschen auf der Erde. Also eigentlich sind wir hier die Minderheit. Ja, sicher. Also wir müssten hier mehr Repräsentation erfahren und nicht die ganzen, ne? ich wollte auch nochmal da zum Thema Repräsentation was anmerken. Also das ging ja jetzt hier viel um Filmindustrie und wie da die Rollenverteilung ist bei verschiedenen Ethnien. Und also ich verstehe, wie man ernsthaft diesen Punkt aufmachen kann, gerade als jemand, der sogar für Netflix arbeitet. Ich meine, das müsste ihnen doch selber aufgefallen sein, dass in den letzten Jahren die schwarze Repräsentation so krass ist in Filmen und Serien. Also in jeder Serie, in jedem Film sind mindestens so und so viele Schwarze dabei, die auch immer natürlich gute Rollen spielen. Und da wird penibelst drauf geachtet. Also dann kommt der hier mit irgendwelchen, wie der Bergretter so und so, dass das ein Weißer ist. Oh nein, also sollen alle Bergretter schwarz sein oder was? Und er, vor allem, er war sogar Hoteldirektor, hat er gespielt, also eine beste Rolle. Aber nein, es war auf Mauritius. Es konnte ja nicht der Hoteldirektor in Deutschland sein. Hör mir auf, wirklich. Ja, es ist schon alles sehr seltsam. Ich glaube einfach, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Er ist gedanklich irgendwie in den 90ern stecken geblieben, wo das wahrscheinlich noch so ein Ding war. Wenn ich jetzt mutmaßen müsste. Und naja, aber andererseits, er fährt ja gut damit mit der Welle, ne? Ja, total. Guck ihn dir an, er ist auf der Siegerstraße damit, dass er immer rumjammert. Und ja, deswegen, da wird sich nichts ändern. Ist, um deine Frage zu beantworten mit der Repräsentation, schönes Wort, es ist nie genug für ihn.
Es ist nie, die Welt ist nicht genug. Ich bin gespannt, ob die irgendwann zum Beispiel auch Bollywood angehen. Da sind ja nur Inder am Spielen, soweit ich das mitbekommen habe. Die drei Filme, die ich mir davon reingezogen habe. Bin ich auch gespannt, aber ich ob dann irgendwann mal ein arschwackelnder Schwarzer da mitspielt in den Tanzsequenzen. Ne? Ja. Ich glaube nämlich, die Inder sagen, ja, yeah, fuck you. Ja, und Indien ist ja nochmal so verrückt, dass ja auch, die haben ja auch so viele Sprachen in sich, in dem Land. Hm. Also, ich glaube, da geht es eher so innerindisch dann, die Konflikte. Ja, das sind ja nur aus einer bestimmten Kaste, die Schauspieler oder so, ehe die dann mit den Schwarzen anfangen. Also, ich sehe das bei denen da nicht so. Ich könnte mir das sogar andersrum vorstellen, dass das Land wieder vereint, wenn da so von außen Druck auf das heilige Bollywood eingewirkt wird. Ne? Ja, unbedingt, ja. Ja, das denke ich auch. Was sagt denn dein Zähler eigentlich? Wir haben noch 10 Minuten, bis die Stunde kommt. Ach, na dann, feuerfrei. Denk dran, wir waren bei Rache. Ja, krass. Und wir sind jetzt gespannt. Wird diesem Satz widersprochen? Ich tippe auf Szenenwechsel. Und du? Ich auch. $100. Euro. Ah, geil, noch so ein James Bond Bösewicht lächeln hinterher. Alter Schwede, ich hätte jetzt wirklich gedacht, die Karten hart weg. Oh, Alter, das ist krass. Ja, das hätte ich auch nicht drin gelassen. Also, das fand ich. Die haben es schon gedacht, na, durch das Lachen kommt sie ein Scherz rüber. Ja, ja. Ja, genau. Wie steht es mit den eigenen Vorurteilen? Oh, die machen den Test, das ist spannend. Nee, die machen den Test. Ich erwarte eigentlich, dass ich keine Vorurteile habe. Oh. Jetzt bin da mich wirklich gespannt. Psychologe Inyobong Eshien geht davon aus, dass alle Menschen Vorurteile erlernen. Ihn interessiert, wie diese sich auf unser Verhalten auswirken. Wie reagieren wir auf schwarze Menschen? Halten wir sie für potenziell bedrohlicher als Weiße? Diese Frage ist für das gesellschaftliche Miteinander relevant, besonders aber für Polizeikräfte. Der spielt Killerspiele. Ein Task, genannter Reaktionstest, gibt Auskunft. Diese ganze Forschung wurde ausgelöst durch Fälle in den USA Ende der 90er Jahre, in denen schwarze, unbewaffnete Personen von der Polizei erschossen worden sind. Ja. In der Shooter-Task gibt es nur zwei Optionen, schießen oder nicht schießen. Einige der plötzlich auftauchenden Personen sind bewaffnet, andere haben ein Portemonnaie oder ein Mobiltelefon in der Hand. Inyobong Eshien hat das in den USA entwickelte Testverfahren an hiesige Verhältnisse angepasst. Mhm. Kannst du mal gucken, ob man das irgendwo findet? Das war ja schon fast ein Let's geil, Play. Das wäre geil, ja. Da müsste ich halt wissen, wie es heißt, aber gut, warte, ich google vielleicht einfach Inyobong oder so in dieses Spiel. Ja, aber machen wir fürs nächste Mal vielleicht. Ja. Sie haben einen der Guten erschossen. Ja. Der spielt nicht gut, der ist bei minus 10 Punkten, also anscheinend scheint er ein harter Rassist zu sein. Statt schwarzen Zielpersonen werden in der deutschen Version dieser Task arabisch aussehende Zielpersonen gezeigt. Und wichtig ist bei dieser Forschung, dass es uns gar nicht so sehr um dieses Verhalten von Schießen und Nicht-Schießen geht. Es geht darum, herauszufinden, ob tatsächlich bestimmte Gruppen eher für bedrohlich gehalten werden. Weil wir uns dann ja auch vorstellen könnten, dass das bedeutet, dass auch im echten Leben oder in der echten Welt bestimmte Personen einfach per se zum Beispiel für verdächtiger gehalten werden. Mach mal kurz Pause. Ja, gut, das ist wahrscheinlich sowas, was wir schon... Ich weiß nicht, hatten wir da letzte Folge drüber gesprochen, aber das hier jetzt zum Beispiel, das Ding, das ist ja so ein absoluter Nonsens-Take, weil natürlich sind manche Gruppen gefährlicher als andere, einfach gemessen an der Kriminalität in der eigenen Gruppe oder relativ an der Gesamtgesellschaft. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel, Araber sind nun mal überproportional an Vergewaltigung beteiligt, im Gegensatz zu Deutschen. Solche Sachen. Und da sind natürlich Araber gefährlicher. Und er macht so, ja, es werden bestimmte Gruppen für gefährlich gehalten, als wäre das was Schlimmes. Nein, das ist nicht schlimm, das ist einfach die Wahrheit. Und ich will auch dazu einwerfen, weil er sagt hier so Gruppen, die einem oft begegnen, es macht für mich einen riesen Unterschied, wenn wir jetzt mal bei den Arabern bleiben, ob da halt so der typische Kanake mit seinem ganzen Outfit in so einer Gruppe auf mich zukommt oder ob so eine Gruppe, was ist ein schönes Gegenbeispiel, so arabischer Ölscheiß in diesen Ölscheißgewändern auf mich zukommen. Bei den letzteren ich, im besten Fall kriege ich noch einen Huni in die Hand gedrückt. So, deine Armut kotzt mich an, mäßig. Und bei den anderen denke ich so, gehen wir mal woanders lang, sicher, ne? Ja, und das immer wieder bei diesem Thema Verneinen von Heuristiken. Also man bildet sich nicht ohne Grund solche Regeln, solche Verhaltensregeln im Kopf, wie man bestimmte Gruppen bewertet. Das ist einfach so, um sich das eigene Überleben zu sichern. Und das ist auch, wenn du jetzt, keine Ahnung,
mein weißes Beispiel, da irgend so ein 2 Meter Wikinger auf dich zukommt, so, also so wirklich so wikingerhaft gekleidet, voll tätowiert und dies, das, tralala. Ja, ist jetzt auch nicht so, dass wo ich sage, ja, da gehe ich voll auf ihn zu, sondern ja, mach ich eher einen Bogen drum. Überraschung. Der Mensch sieht nach Stress und Unausgeglichenheit aus. Das muss ich ihm auch nicht noch auf Silbertablett servieren, dann so eine Gelegenheit. Also es ist alles so, ich weiß nicht, ist das ein Strohmann oder was ist das, was hier aufgebaut wird? Aber immerhin, wir haben ein neues Let's Play, das ist gut. Ja, wenn wir es finden. Ja. Gut weiter. Und dazu liefern unsere bisherigen Studien erste Ergebnisse. Taucht eine weiße Zielperson auf, wird öfter selbst dann nicht geschossen, wenn sie bewaffnet ist. Anders bei muslimisch wahrgenommenen Personen. Tests und Befragungen mit 364 Hamburger Polizeikräften zeigen, sie nehmen muslimisch gelesene Menschen häufig auf. Hey, warum hast du jetzt geschossen, Mensch? Weißt du nicht. Das war doch eine Schoko-AK, die in der Hand hat. Ja, genau. Die ist ganz ungefährlich, die, so, die mit der AK auf dich zukommt. Maskiert und alles. Ein, was möchte ich sagen, hier, die Übergänge finde ich richtig schön gemacht, tatsächlich. Von diesem Real zum Comic und so, das ist gut. Ja, wollte ich auch schon sagen. Das ist das wieder, was mich ärgert, dass einfach der Rundfunk so assi viel Geld hat, um die Propaganda so gezielt und geschickt unter das Volk zu bringen. Und ich musste lachen bei einer muslimisch gelesenen Person. Ach Gott, das habe ich jetzt sogar übergangen. Alter Schwede, krass, ja. Junge. Eine muslimisch gelesene Person. Also wir werden wirklich so diese linken Begriffe übernommen, ganz ungefragt. Was, vor allem, was soll das sein, ne? Das ist eine scheiß Glaubensgemeinschaft, ne? Also ja. Diese Forschung steht in Deutschland. Was denkst du, ist ja eine muslimisch gelesene Person? Ja, klar. Okay. Na, bin ich an Bord. Ganz am Anfang. Peng. People of Color berichten, dass die Regierung gegenüber unverhältnismäßige Härte anwendet. Oh, hier schön wieder Polizeivideos aus dem Zusammenhang gerissen. Doch sehr eine gut. Umfassende repräsentative Studie zu Rassismus in der deutschen Polizei wird vom Bundesinnenministerium nach wie vor abgelehnt. Das ist eine geile Quelle. Ja, die Quelle davor war übrigens BE Migrantifa. Also wahrscheinlich eine Migranten-Antifa-Gruppe, irgendwas. Berlin also, ja, das sind so die Quellen. Sein. Ja, genau, Berlin-Migrantifa. Ja, das sind natürlich so die Quellen, die uns hier Dreisat untergebildet. Glückwunsch. Aber du hier bei YouTube, Instagram, Story, also das ist so wie Quelle Google, ne? Das ist ja, genau. Quelle Internet. Junge. Ja. Polizistinnen dürfen legal Gewalt anwenden, die dürfen aber keine Gewalt anwenden aufgrund ihrer rassismusrelevanten Fantasien. Das passiert aber tagtäglich und das führt eben dazu, dass Misstrauen aufgebaut wird und dass man nicht glaubt, als Mensch of Color oder schwarzer Mensch, die Polizei ist für mich da, für meine Belange da. Mensch of Color, das geht so gar nicht. Und das war erstmal einfach eine schöne Behauptung, die er da so hinstellt, ne? Ja, genau. Die Polizisten alle Rassisten sind, ja. Wegen ihren rassistischen Fantasien. Also das geht ja, finde ich, sogar noch weiter. Also davon von Fantasien zu schwarzonieren, als hätten die so Fantasien, oh geil, ich will ja einen Schwarzen töten oder nachher, aber das macht mich irgendwie an. Als würde so ein Polizist, wenn er dann nach Hause fährt, so am Autorad hier so, morgen Neger wird's was geben, singt oder so. Junge. Ja. Karim, das wird so nix mit dir. Dann mach die Studie doch selber, also, ne? Anscheinend waren das jetzt ja immer Demonstrationen, wo das passiert ist, dann, und die werden ja angemeldet, dann geh doch zu jeder hin oder schick deine Hilfsmitarbeiter hin und die sollen das dokumentieren und dann kriegst du doch eine schöne Studie zusammen. Warum passiert das nicht? Ist das etwa Arbeit? Oder? Das ist Arbeit, das ist Skills zu vermeiden. Ja, gut. Sondern, dass man im Gegenteil Angst hat vor der Polizei. Karim Ferraidoni berät das Bundesinnenministerium zu antimuslimischem Rassismus und führt wissenschaftliche Befragungen mit einzelnen Polizisten und Polizistinnen. Ja?
Ich würde sagen, wir machen vielleicht an der Stelle hier Schluss. Wir sind jetzt genau bei einer Stunde und ich glaube, die machen jetzt hier einen neuen Punkt auf. Ja. Aber ja. Es ist wieder spannend. Er berät das Innenministerium. Also ja, genau. Er ist wirklich hart unterdrückt. Also. Der ist so hart unterdrückt vom strukturellen Rassismus, dass er sogar die deutsche Regierung berät. Ja, das ist schon krass. Montags berät er das Innenministerium und die restliche Woche geht er auf die Plantage arbeiten. Das ist oh Gott. Ja, genau. diese armen Leute. Diese armen Leute, genau. Unfassbar. Das ist echt krass, diese Doku. Aber wir haben tatsächlich gut Strecke gemacht, denke ich, ne? Finde ich auch, ja. Weil die wichtigen Themen, die biologischen Themen, hat man ja am Anfang gebracht und jetzt kommen wir tatsächlich mehr in dieses, wie soll ich sagen? Wischiwaschi. Dieses Wischiwaschi-Fahrwasser, genau. Jeder erzählt mal von seinem schlimmen Vorfall. Oh, mir hat ihn das Essen weggenommen, mich hat ihn der Neger genannt, oh, der war ganz gemein zu mir. Also Veto, davon wird ja eben nicht erzählt. Ja, gut. Stimmt. Das ist eigentlich so das Ding. Ja. Also es kommen keine Beispiele. Du hast ja, glaube ich, schon das beste Argument gebracht mit diesem, der eine sagt zu dem anderen hier, ich wusste gar nicht, dass Neger bei euch mitmachen oder was das war. Das war ja bis jetzt das Belastendste, was es gibt, Mensch. Ja. Also. Ja. Oh je. Ja, trotz allem, ich hatte wieder viel Spaß mit dir heute. Ich auch. Ich hoffe, die Zuschauer sind auch gespannt, ob wir dann jetzt in Teil 3 endlich mal ein Beispiel kriegen für den harten Rassismus und die Unterdrückung, die systemische. Also, ja. In dem Sinne. Sehr gespannt. Sprechen wir jetzt das übliche Gebet. Genau, das YouTube-Gebet. Amen. Und meine Brüder. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.